Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich heute viele hilfreiche Tipps zum Scheren für euch. Und der Espresso musste auch unbedingt wieder geschoren werden, weil er schon nach 15 Minuten Reiten so doll geschwitzt hat, dass ich nicht mehr weiter reiten konnte, weil ich ihn sonst nicht mehr trocken bekommen hätte. Und deshalb musste das ganze Fell jetzt wieder ab. Als allererstes ist es wichtig, dass man regelmäßig die Scherblätter wechselt. Man kann nicht genau sagen, ob man mit einem Satz Scherblätter 5 oder 10 Pferde scheren kann, aber wenn man versucht zu scheren, merkt man eigentlich relativ schnell, ob die Scherblätter stumpf sind und gewechselt werden müssen oder ob sie noch gut scheren. Vor dem Scheren ist es wichtig, dass das Pferd erstmal geputzt wird, um Verklebungen und einen groben Dreck vom Pferd zu entfernen. Meine Mama putzt jetzt hier, weil ich halt gerade filme. Sonst bin ich auch zu 90% alleine im Stall und kümmere mich auch alleine um den Espresso und mache ihn auch alleine fertig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich verwöhnt bin und meine Mama mir das Pferd sonst immer fertig macht. Es ist zwar noch relativ viel Dreck im Unterfell, das sieht man auch später im Video, aber den groben Dreck kann man schon mal vorher auf jeden Fall entfernen. Um das Pferd an die Schermaschine zu gewöhnen, ist es auf jeden Fall ratsam, es loszubinden, einfach damit es sich nicht in Strick hängt, wenn es Angst oder Panik bekommt und einfach entspannter stehen bleiben kann. Viele Pferde sind auch schon, wenn man die Schermaschine nun in die Hand nimmt, ziemlich aufgeregt. Und deshalb kann man hier erstmal mit der ausgeschalteten Schermaschine ein bisschen streicheln und dran gewöhnen und an allen Stellen so ein bisschen streicheln. Außerdem sollte man nicht mit Zeitdruck ans Scheren rangehen, weil man den Stress dann aufs Pferd überträgt und es dann immer unruhiger wird. Und dann dauert es folglich wahrscheinlich eher noch länger. Es ist wichtig, sie auch vorher richtig zu ölen, damit sie nicht heiß wird und die Scherblätter sich gut bewegen können. Wichtig ist es auch auf jeden Fall, dass man es dann ganz oft lobt und auch immer mal Leckerlis gibt, was man bei mir nicht sieht, aber ich habe meine ganze Tasche Leckerlis verfüttert. Dann kann man sie im Anschluss mal langsam anmachen, das Pferd ein bisschen gucken lassen, gucken, wie es reagiert und dann auch nochmal mit der Schermaschine, wenn sie an ist, das Pferd ein bisschen streicheln, dann muss man nicht direkt scheren, einfach damit das Pferd halt Vertrauen bekommt und keine Angst bekommt. Es ist ratsam, den Hals zuerst zu scheren, weil das Pferd da alles noch gut im Blick hat und man die da auch ganz gut dran gewöhnen kann. Und man sollte auf jeden Fall immer gegen den Strich mit möglichst langen Zügen scheren, damit man nicht so viele Streifen reinbekommt und es ziemlich gleichmäßig aussieht. Das ist aber, wie man jetzt hier sieht, am Anfang nicht immer direkt gut möglich. Und dadurch, dass der Espresso ziemlich viel Dreck im Unterfell hatte, ist es am Anfang auch ein bisschen stecken geblieben. Gerade hier sieht man auch, dass man immer auf Mähne und später auch auf den Schweif aufpassen muss, weil man da ganz schnell mal reingeschnitten hat und dann die Haare ab sind. Wenn man den Hals dann geschoren hat und merkt, dass das Pferd sich ein bisschen beruhigt hat oder dass alles gar nicht so schlimm findet, sollte man aber zuallererst schwierige Stellen wie zum Beispiel den Bauch scheren. Falls das Pferd nämlich dann irgendwann keine Lust mehr hat und anfängt rumzuzappeln, dann hat man so diese doofen Stellen schon geschoren. Für die Sicherheit des Pferdes ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man aufpasst, dass das Pferd nicht aufs Kabel tritt. Also man muss es immer hochhalten oder über die Schulter legen oder irgendwie am Gürtel befestigen, dass das Pferd halt auf keinen Fall drauf tritt. Zwischendrin sollte man die Schermaschine natürlich immer wieder ausbürsten und ölen, damit sie nicht heiß wird und sich da auch nicht zu viele Haare festsetzen. Beim Espresso gibt es jetzt kein bestimmtes Schermuster, sondern wir haben nur das Stück von der Schabracke stehen lassen. Dafür haben wir halt einfach eine draufgelegt und erstmal drumherum geschoren. Alternativ kann man die Scherränder dann auch mit der Kreide einzeichnen und umranden und so, aber wir haben halt einfach erst einmal grob drumherum geschoren und dann das noch ein bisschen verfeinert. Nach dem Scheren habe ich ihn erstmal in der Halle wälzen lassen, damit er sich erstmal jucken konnte, weil das bestimmt ganz schön gekratzt hat. Und habe ihn anschließend natürlich auch nochmal geputzt, damit die ganzen Haare und der ganze Dreck ein bisschen rausgebürstet wird. Was auch relativ gut funktioniert hat für den Dreck, der noch so im Unterfell gehangen hat, war mit Feuchttüchern einfach so ein bisschen drüber gehen, weil das halt einfach den Staub so angesaugt hat. Und das ging ganz gut damit weg. Da der Espresso jetzt kein Fell mehr hat, muss er natürlich auf jeden Fall eingedeckt werden. Und man sagt immer, dass man, wenn man das Pferd vorher schon eingedeckt hatte, vorm Scheren, hinterher ungefähr 100 oder 200 Gramm mehr draufpacken soll, sozusagen für die Decke. Ich hatte jetzt die letzten zwei Wochen eine Regendecke mit Vlies drauf und deshalb habe ich jetzt direkt eine 200 Gramm Decke draufgepackt, weil es halt jetzt auch schon relativ frisch ist. Hierfür habe ich jetzt neu diese Paddock Decke, also diese Outdoor Decke von Goldhorse, die ihr auch im Equiva Online Shop bestellen könnt. Dafür packe ich euch den Link einfach mal in die Infobox, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Sie ist, wie man sehen kann, Anthrazit, also ziemlich dunkelgrau und hat einen schwarz-rosa Rand. Da der Espresso den ganzen Tag draußen steht, ist es auch wichtig, dass sie atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht und auch natürlich wärmend ist, damit er dann draußen nicht friert, wenn er da im Wind steht oder so, dass es anfängt zu regnen. Wie man auch sehen kann, hat sie einen anatomischen Schnitt
und unten zwei Kreuzgurte zum Zumachen, vorne zwei Brustschnallen, die man halt auch verschnallen kann und hinten noch so zwei Beinschnüre, die man auch stufenlos verstellen kann. Außerdem hat sie eine integrierte Schweifeabdeckung und vorne natürlich auch G-Falten, damit die Decke nicht so reibt. Vorne an der Decke sind auch noch zwei Ringe zum Befestigen von einem Halsteil. Aber so kalt ist es jetzt noch nicht, deshalb habe ich jetzt auch kein Halsteil an der Decke. Aber die Möglichkeit wäre auf jeden Fall da. Außerdem hat die Decke keine Rückennaht und dafür aber zusätzlich ein Widerrisspolster, damit die Decke am Widerriss nicht reibt. Ich finde, das ist einfach die optimale Decke für draußen und denke, dass der Espresso jetzt auch ganz zufrieden mit dir sein wird. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt vielleicht ein paar Tipps mitnehmen. Also sage ich jetzt mal Tschüss und bis zum nächsten Video.